So, Schofberglauf 219. So, dann schöpfen wir mal ein. So, ab jetzt läuft die Kamera. Noch einmal zum Start gezogen, bitte darauf achten, ich sage mal 10 Sekunden bis zum Start. Ziele waren von 3 langsam herauf und dann ist der Start. Also alles in das Mikrofon, noch einmal für euch zum Mithören, zum Wissen, also ich sage dann 3, 2, 1, Start. Also, wenn es dann gilt, sage ich natürlich, jetzt gilt es, dann sage ich 10 Sekunden noch bis zum Start und dann gilt es. Könnte sein, dass es aufmacht, ja. Weil der Nöbel ziemlich herum. So, die Spannung steigt. Gemeinsam an der Bühne jetzt. Ich hoffe, meine Frau steht dort. Warte, der hat auch noch 3x4, ich hab pur. Achso. Start! Wir wünschen alle einen tollen Startbedarf! Einen tollen Start! Nix, Boom! Mensch gegen Dampflok, Mensch gegen Maschine. Also, wir freuen uns ganz besonders, dass ihr dabei seid. Alle einen tollen Lauf. Und wir freuen uns darauf, alle Runden im Ziel begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag hier für uns.
Weg. Mäcki, das war eine Challenge für dich. Ha!
Also das ist das Schlimmste, für was ich mich je angemeldet habe. Okay. Passt schon, hat ja auch gesehen. Und ich bin schon so viele Trails gerannt. Ja, okay. Ah, der ist halt permanent bergauf, gell? Ja. Hey, Pizza, Glockner, okay. Schneeberg, Ötscher. Okay, aber das da bringt die um. Ja. Aber es ist ein gutes Training für den Glockner Berglauf. Nach dem Tag freue ich mich nur mehr auf meine Pension. Boah, das ist wirklich schlimm. Verschnaufen. Yeah.
Nummer 2, 3. Wird schon sein. 48 Minuten. Danke, danke. Thank you.
Ah.
Die paar Meter drüber hätten sie es auch nicht tragen können, die Schleimscheißer, die unnötigen. Zuck ja aus erst. Ich hasse es, wenn es auf der Strecke liegt. Ja, wir rahmen es aber jetzt auf. Wir lassen es nicht legen. Trotzdem, die paar Meter vor der Lave hätten sie es auch mitnehmen können. Im Mist. Gel. Gelbackerl. Ja, danke dir. Nur keinen Stress aufkommen lassen. Wahnsinn. Ein Stump bist du her. Ja, ich konnte unter 2 Stunden bleiben. Was? Yeah.
So geht der Wanderweg von da hinten aber. Leck. Jupp.
damit die Leute wissen, wie blöd das man ist. Ja. Die Oberschenkel brennen schon. Grüßt euch Jungs, haben sie euch zwangsrekrutiert das Wochenende?
Geht schon, Trivi! Alle Köpfe wo?
euch, oder wo? Ja. Ist sicher. Komm, geh haben wir's, da ist die Ding schon. Bergstation sehe ich schon. Ja was? So, da ist meine langjährige Lauffreundin vom Straßenlauf, Triebel. Ja, sicher, der ist hier. Ich hab keinen Stress mehr. Da vorne ist Tür. Ja. Bleib vorbei. Die Männer steht vorne zum Fotografieren. Belinda, mach ein Foto von der Trivi. Schick ich daheim. Sieben 50 muss man werden, dass man sich so einen harten Scheiß gibt. Ja, Wahnsinn! Da hab mich gern, weißt du was? Ich denk an Pension. Hey, 57 muss man werden, dass man sich so einen Scheiß haut tut. Du Scheiß ist das Schönste, was man machen kann. Das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Danke, okay, sehr herrlich. Fuck. Haben wir noch Stirnstein? Stirnstein auch noch. Thank you.
Hätten Heinrich mit der Nummer 172. Hier kommt noch eine. Komm schön. Weiter. Für das, dass ich gestern um 12 Uhr gereiht habe? Ja. Ich bin vor 2 Wochen die Hausruck-Challenge gerannt und vorige Woche Magdalena in 10er. Und am 14. Juni bin ich beim Korsamarsch. Jetzt haben wir auch diese Woche holt mir aber keine Weibel mehr. Das hättest schon du angehalten. Fuck. So. Machst du